Minecraft Hardcore One Block geht in die nächste Runde. In den 200 Tagen ist aus einem Block das hier geworden. In dieser Folge habe ich wieder Großartiges geschafft, also viel Spaß. Freunde der Sonne, es ist mal wieder soweit. Es war der 201. Tag und natürlich musste ich gleich am Anfang wieder meine Bewohner auf der Insel begrüßen. Wie ihr seht, waren alle wieder glücklich, mich zu sehen und ich musste kurz eine Schalke abschießen, wie lange die wohl doch halt schon gechillt hat. Naja, ich war voller Motivation, in diese 100 Tage reinzustarten, also verlor ich keine Zeit und ging das erste und wahrscheinlich auch das wichtigste Projekt für die ganze Serie an. Eine neue Villager-Trading-Station. Dazu baute ich mich ein wenig weg, holte einen Villager und fing an, die Kabinen für die Villager zu konstruieren. Als der erste Bibliothekar dann erfolgreich an seinem neuen Arbeitsplatz stand, musste ich ihn zuerst noch hochtraden, damit ich ihm ein Nametag abkaufen konnte. Als ich das dann hatte, benannte ich es um und fing an, weitere Kabinen zu bauen. In der Nacht wartete ich dann auf einen Zombie, den ich mir gleich schnappte und ihn einsperrte. Der sollte bei Bedarf die Villager immer zombifizieren. Ich holte einen weiteren Freiwilligen und irgendwie funktionierte die Konstruktion mit dem Zombifizieren noch nicht so ganz, also musste ich recht viel rumprobieren und verbessern. Es gelang mir dann aber und ich wusste, wie die Konstruktion jetzt zu bauen war. Ich wollte die zwei Zombie-Villager dann heilen, aber der eine despawnte einfach, weil ich mit ihm nicht getradet hatte und ihm auch kein Nametag gab. Also heilte ich nur den Bibliothekar, holte in der Zwischenzeit weitere Händler und kaufte mir direkt für den günstigen Preis ein paar Nametags. Mit denen konnte ich meine Buddies vom Despawnen schützen. Die nächsten paar Tage holte ich also Villager auf die Insel und baute die Trading-Station etwas weiter. Von jedem Beruf wollte ich jeweils drei Villager zum Traden haben und als ich die Fischer und Kartografen beisammen hatte, startete ich die Massenzombifizierung. Das klappte auch echt gut und währenddessen baute ich die nächste Seite der Trading-Insel. Damit fertig braute ich Schwächetränke und heilte nach der Reihe alle Villager. In der Zwischenzeit erweiterte ich die Plattform ein wenig, baute einen Klotz Kohle ab und tradete mit ihnen. Als nächstes waren die Farmer dran, bei denen ich aber den Anspruch hatte, dass sie jeweils den Kürbis und den Melonentrade hatten, also wurden sie nicht direkt in die Kabine geschickt, sondern vorher in eine wunderschöne provisorische Unterkunft. Damit ich sie hochtrainen konnte, musste ich des Öfteren meine Felder ernten und wenn sie beide Trades anboten, brachte ich sie in ein neues Zuhause und wenn nicht, naja, dann halt eben nicht. Das nahm natürlich ordentlich Zeit in Anspruch und da ich euch nicht langweilen will, skippen wir einfach vor zum 209. Tag, wo ich drei Bogenmeister und drei perfekte Farmer beisammen hatte. Für die neue Seite holte ich einen weiteren Zombie und so war diese auch abgeschlossen. Ich zombifizierte und heilte alle und schaute dann mal bei der Melonenfarm vorbei, die komplett überfüllt war. Damit konnte ich mir aber genügend Melonen craften, die ich dann anschließend traden konnte. Ich tradete aber nicht nur Melonen, sondern alles mögliche und ich muss echt sagen, mit den günstigen Trades ist das echt nice und ich maxte fast alle Villager, die ich bis dato hatte. Da ich ab jetzt öfters Schwächetränke brauchen würde, wollte ich einen kleinen Brauplatz bauen. Dazu holte ich mir Dark Oakwood und fing an, neben der Kakaobohnenfarm etwas herum zu experimentieren. Passt jetzt zwar mit den dunklen Trapdoors nicht allzu perfekt hin, aber schaut ganz in Ordnung aus. Man hat zumindest alles, was man braucht. Zum ersten Mal, glaube ich, pflanzte ich dann ein paar große braune Pilze, damit ich mir auch genug fermentierte Spinnenaugen als Vorrat craften konnte. Jetzt hatte ich mir zum einen die Schwächetränke gesichert, die goldenen Äpfel würden aber immer noch extrem viel Gold fressen, also entschloss ich mich dazu, eine Goldfarm zu bauen. Dazu brauchte ich aber auch sehr viel Glas und wie bekommt man im One Block am schnellsten Glas? Richtig, mit Traden. Gleiches Prinzip wie vorher mit den Farmern, jetzt nur mit Bibliothekaren und dem Glastrade, der ist nämlich nicht immer sicher. Natürlich schaute ich drauf, dass sie auch gleich einen guten Büchertrade hatten. So verbrachte ich die nächste Zeit und holte auch noch die nächste Gruppe an Arbeitern, die Metzger oder wie ich sie nenne, die Essenslieferanten. Zwischendurch tradete ich ständig das Glas und am Abend des 215. Tages bereitete ich schon die restlichen Items für die Goldfarm vor. Mir fehlte nur mehr eine Sache, Magmablöcke. Ich ging also in den Nether und holte mir ein paar, genauer gesagt 48 Stacks. Dann fiel mir noch ein, dass ich einen Bedrock auch zerstören musste, also bereitete ich die Sachen auch noch vor und hatte gewusst, dass man TNT auch mit rotem Sand craften kann, also ich bis zu diesem Zeitpunkt nicht. Am 217. Tag war es dann soweit. Ich ging in den Nether und baute mich ganz bis zur Decke hoch, wo ich mich dann darüber teleportierte. Ich baute die Konstruktion auf und jetzt hieß es beten, weil ich insgesamt nur 5 Versuche hatte. Zu meiner Überraschung schaffte ich es sogar beim ersten Versuch und eine weitere Errungenschaft in der One-Block-Welt war geschafft. Ich ging ein wenig weg und das Bauen der Goldfarm konnte beginnen. Als ich damit fertig war, schien sie aber nicht ganz zu funktionieren. Ich brauchte nicht lange, um drauf zu kommen, woran es scheiterte. Da ich nur ein Schildkröten-Ei zur Verfügung hatte, war dies auch nur auf einer Plattform vorhanden, also würden auch nur auf der Plattform die Piglins in die Mitte laufen.
Da das bei den anderen Plattformen nicht der Fall war, standen die Piglins dort einfach nur rum und so konnten auch keine neuen mehr auf der funktionierenden Plattform spawnen. Naja, jetzt hieß es eben für mich, zwei Schildkröten zu bekommen, also ging ich den One Block an. Für die nächsten paar Tage stand ich nur dort und baute diesen einen Block ab, bis nach einer absoluten Ewigkeit endlich die erste Schildkröte spawnte. Ich benannte den neuen Buddy Carlo und baute ein kleines Plätzchen für ihn. Am 223. Tag startete dann die nächste One Block Session, in der Hoffnung, diesmal nicht so lange auf eine Schildkröte warten zu müssen. Und naja, was soll ich sagen, es dauerte bis zum 226. Tag, aber ich sage es euch, ich war so erleichtert, endlich vom OneBlock erlöst zu sein. Die Schildkröte nannte ich Carla und kurz darauf paarte ich sie auch. Nur komischerweise legte sie keine Eier und ich war komplett verwirrt. Ich erweiterte die Sandfläche ein wenig, aber egal was ich machte, es brachte nichts. Naja, in der Zwischenzeit sortierte ich alle Items vom OneBlock ein und hoffte stets darauf, dass irgendwann die Eier gelegt werden. Nachdem ich dann ein wenig recherchiert habe, kam ich drauf, dass sie nur Eier an ihrem Geburtsstrand legen können, also versuchte ich es am Spawn, was leider auch nicht funktionierte. Wie auch immer, vom One-Block abbauen habe ich extrem viel Erze gesammelt, die ich wie so oft als einen Klotz aufbaute und damit der Glück 3 Spitzhacke abbaute, was immer wieder aufs Neue wirklich satisfying ist. Raus kam dabei das. Ja, das kann sich, denke ich, sehen lassen. Mein neuer Plan war es jetzt, das Schildkröten-Ei vom Nether zu holen, es in meiner Base schlüpfen zu lassen und dass diese Schildkröte dann mir mehr Eier machen kann. Eigentlich war das ein guter Plan, nur was mir dann mit dem Schildkröten-Ei passierte, war einfach nur traurig. Ich wollte es abbauen, stand aber versehentlich kurz darauf und so ist es gebrochen. Ja, das war komplett mies. Mein neuer Plan war es jetzt also, einen Strand beim OneBlock aufzubauen, darauf zu hoffen, dass eine Schildkröte spawnt, dann zu hoffen, dass die Schildkröte dies als ihren Geburtsstrand anzieht und sie anschließend hoffentlich Eier legt. So zumindest die Theorie. Ich baute also wieder ewig den OneBlock ab, wo nichts Spannendes passierte, außer dass ein zweiter Panda spawnte und ich diesen in das Gehege bringen konnte. Fast eine Stunde später kam ich dann auf die Idee, die Goldfarm einfach etwas abzuändern und dazu pflanzte ich Bambus an. Währenddessen ich wartete, bis es wuchs, reparierte ich meinen Bogen, was echt schon dringend notwendig war und schaffte es gleich darauf, mit dem ersten Schuss mich selber abzuschießen. Dann lootete ich noch alle meine Farmen, die wirklich schon wieder viel produziert hatten und am meisten habe ich mich über die neue Eisenfarm gefreut, die anscheinend wirklich super funktionierte. Mit dem Bambus craftete ich mir dann Scaffolding und baute die in meine Farm ein. Ich dachte mir dabei, dass wenn ich die Piglins aggressiv mache und ich dabei beim Scaffolding auf und ab gehe, dass die Piglins dann ständig in die Mitte rennen würden. Das hat aber erstens nicht allzu gut funktioniert und zweitens spawnen nur viele Piglins, wenn ich oben auf der AFK-Plattform stehen würde, also scheiterte auch diese Idee. Es führte also nichts an die Schildkröteneier vorbei, aber ich hatte keine Lust mehr, den OneBlock abzubauen, also wollte ich ein riesiges Projekt angehen. Ich will jeden Mob fangen. Da ich vom OneBlock hin und wieder Spawn-Eier bekomme, ist es relativ einfach, einen solchen Zoo zu bauen und ich finde die Idee generell extrem geil. Den Platz hatte ich schnell ausgesucht und den ersten Käfig fing ich dann gleich an zu bauen. Kurze Zeit später konnte schon das erste Tier den Zoo betreten, das Huhn. Dabei wollte ich es natürlich nicht belassen und so ging der Bau weiter. Wie ihr seht, baute ich 6 weitere Käfige und ich muss sagen, die schauen nice aus. Was jetzt noch fehlte, waren logischerweise die Tiere. Für die machte ich zuerst Name Tags und dann spawnte ich sie nach der Reihe in ihr neues Zuhause. Den Zombie und den Creeper musste ich leider so holen, da ich für die kein Spawn-Ei hatte. Der Zombie ging relativ easy, beim Creeper musste ich aber schon etwas zittern. Zum Glück brachte ich es aber zusammen. Jetzt hatte ich schon ein Huhn, ein Zombie, ein Creeper, eine Kuh, eigentlich ein Tintenfisch, der aber irgendwie leider despawned war, warum weiß ich leider nicht. Ein Vindicator und zum Schluss ein Zombie-Fight-Piglin. In der Nacht des 236. Tages musste ich wieder die Villager bei der alten Eisenfarm heilen. Weil das schon so langsam nervte, platzierte ich Trapdoors, in der Hoffnung, dass das den Zombie abhalten würde, die Villager zu zombifizieren. Dann stand ich ein wenig bei der Cobblestone Farm, weil ich ein paar mehr Steine für das nächste Bauprojekt brauchte. Ich bereitete noch ein paar andere Sachen vor und das Bauen der nächsten Tierinsel konnte beginnen. Wie ihr seht, war es bisher die größte Tierinsel und ich gab mir wirklich Mühe, sie gut aussehen zu lassen. Was jetzt noch fehlte, waren die Kühe, also brachte ich die auch noch schnell auf die Insel, wo ich bei dieser Stelle echt Angst hatte, dass sie runterfallen, aber dann war die Kuhinsel auch fertig.
Als ich danach wieder alle Items einsortieren musste, hat mich das wie so oft etwas abgefuckt und so kam ich zu dem Entschluss, das automatische Kistenlager endlich mal anzugehen. Das Fundament wollte ich aus Quarz bauen, also ging ich in den Nether und farmte es eine Zeit lang. In der Overworld wieder fing ich es an zu bauen. Es ging sich nicht ganz aus, aber ich kam drauf, dass man mit Steinmetzen sich Quarzer traden kann, also baute ich 3 weitere Kabinen zur Trading-Insel dazu. Dann brachte ich einen nach den anderen neuen Villager und tradete sie hoch, bis sie mir Quarzblöcke verkauften. Ich will euch noch nicht sagen, was ich für eine Verkleidung für das automatische Lager bauen will, aber ich brauchte dazu schwarzes und gelbes Terrakotta. Das schwarze hat einer von den Steinmetzen schon angeboten, also brauchte ich nur noch mehr das gelbe und so versuchte ich die nächsten Tage diesen Trade zu bekommen. Tagsüber holte ich also Villager, tradete sie hoch und wurde immer wieder enttäuscht. Nachts baute ich dann die Quarzplattform weiter und craftete seit ewiger Zeit wieder einmal weitere Kürbiskuchen. Dabei ist mir etwas komplett Dummes passiert. Als ich ein paar Eier von der Hühnerinsel abholte und ich die Schalkerbox abbaute, ist sie mir versehentlich ins Void gefallen. Ja, das war blöd. Naja, ich hatte ca. 10 weitere Stacks an Kürbiskuchen angesammelt und die erste Kiste füllte sich schon so langsam. Ich probierte dann weiter gelbes Terrakotta zu bekommen und in der Nacht ging ich wieder Quarz farmen und baute die Plattform weiter. Den nächsten Tag das gleiche noch einmal und den nächsten Tag auch noch einmal. Die Quarzplattform wurde dann fertig und ich kam dann auf die geniale Idee, die gescheiterten Steinmetze nicht einfach zu schlachten, sondern sie in einen anderen kleinen Raum zu bringen. Weil falls ich irgendwann Terrakotta in anderen Farmen benötige, dass ich nicht noch einmal das gleiche Prozedere durchlaufen muss wie jetzt. Den ersten schickte ich nach unten und ja, ich hatte Slimeblöcke vergessen. Die platzierte ich dann aber und die ersten Villager kamen heile unten an. Weiter ging es dann mit dem Hoffen auf gelbes Terrakotta und irgendwann war es dann Gott sei Dank soweit. Aus Sicherheit bekam er auch gleich seine eigene Kabine und ich war echt erleichtert, endlich den Trade bekommen zu haben. Nun müsste ich nur mehr sehr, sehr, sehr häufig mit ihm traden, dass ich irgendwann genug gelbes Terrakotta besammeln hätte. Naja, als nächstes wollte ich eine Farm bauen und zwar eine Villager-Karotten- und Kartoffelfarm. Dafür bereitete ich also alle Items vor, suchte einen angemessenen Platz und das Bauen konnte beginnen. Wie ihr seht, hatte ich leider nicht genug Erde für die zweite Etage. Die muss offensichtlich noch etwas warten, aber ich hoffte, dass sie wenigstens funktionierte. Ich machte mich wieder für eine lange One-Block-Session bereit, aber zu meiner Überraschung kamen nach nur ein paar Blöcken 2 Schildkröten und ich hatte mich so extrem gefreut. Naja, die Freude hielt nur kurz an, weil die Schildkröten ihren Spawnpunkt auch hier nicht als ihren Heimatstrand anerkennen. Jetzt war ich verzweifelt und mir wurde bewusst, dass ich nur noch mehr random auf Schildkröteneier in Kisten hoffen konnte, was mir aber bis jetzt, nach über 20.000 abgebauten Blöcken, nur einmal gegönnt wurde. Ich baute kurz weiter den One-Block ab und hoffte doch noch irgendwie, dass die Schildkröten Eier legten, aber vergeblich. Wie auch immer, die Netherbase hatte ich ja die letzte Folge gebaut, es fehlte aber noch ein essentieller Block, der Beacon. Dazu flog ich zur Netherfestung und für eine halbe Stunde klatschte ich ein Wither-Skelett nach dem anderen und hoffte auf Wither-Köpfe. Dann überlegte ich kurz, wo ich den Wither bekämpfen sollte und die Entscheidung fiel auf den Nether. Ich spawnte ihn also, schoss ihn ab und wie unlucky war ich bitte, dass genau daneben ein riesiger Lavasee war. Den konnte ich nie und nimmer zubauen und so tötete ich den Wither und hoffte, dass der Netherstern nicht verbrennt, sondern ich ihn direkt in mein Inventar kriege. Aber was soll ich sagen, er verbrannte. Ja, wie viel Blödsinn ist mir in dieser Folge eigentlich schon passiert? Für das automatische Kistenlager würde ich ja extrem viel Eisen benötigen und ich bezweifelte, dass die 2 anderen Eisenfarmen ausreichen würden, also wurde es Zeit für eine etwas bessere Farm. Dazu musste ich zuerst ausprobieren, ob ich überhaupt andere Netherportale aktivieren konnte und zum Glück ging das in der Welt. Zum ersten Mal war ich in der Overworld über 1000 Blöcke von meiner Base entfernt. Ich bereitete dann alle Items für die Farm vor, wofür ich auch kurz im End Obsidian farmte. Da ich nun alles hatte, musste ich einen guten Platz bei meiner Base aussuchen und das Portal dann exakt mit dem Portal im Nether verbinden. Das funktionierte zu meiner Überraschung auch perfekt und so konnte das Bauen der bisher effektivsten Eisenfarm beginnen. Als ich mit fast allem fertig war, musste ich jedes einzelne Portal kurz aktivieren und dann noch Zombies in die Farm bringen. Jetzt war ich mit dem Teil in der Overworld fertig und ich baute die Konstruktion im Nether. Als ich auch damit fertig war, funktionierte die Farm eigentlich, aber nicht perfekt. Einige Golems wurden rausgepackt und fielen teilweise ganz nach unten. Ich probierte das dann zu fixen und baute eine zweite Seite, wo sie runterfallen konnten, was das Problem aber leider auch nicht behob. Dann versuchte ich noch einen Piglin ranzuholen, der die Golems aggressiv machen sollte, das aber auch scheiterte. Naja, da ich nicht weiter wusste, habe ich es einfach vorerst dabei gelassen.
Um die Farm zu testen, stand ich wieder mal beim OneBlock und tradete untertags immer wieder ein wenig. Bis auf, dass ich ein neues Zombie-Pferd bekam und die Mobfarm abfackelte, passierte aber nichts Spannendes. Am 267. Tag war dann genug und ich ging nachschauen, wie viel mir die Eisenfarm eingebracht hat. Ich muss schon sagen, dass es echt viel war, aber es nervte mich trotzdem, dass viel am Boden lag und unzählige Golems einfach außerhalb der Farm landeten. Naja, ich sammelte dann noch das Eisen von den anderen Farmen ein, das erste Mal von der Karotten- und Kartoffelfarm und dann auch noch gleich von der Kürbis-, Zuckerrohr- und der Melonenfarm. Alles in allem kann es sich, denke ich, aber sehen lassen. Am 268. Tag farmte ich ein wenig Obsidian, mit dem ich dann den Netherteil der Eisenfarm reparieren probierte, was aber anscheinend nichts geholfen hat. Naja, als nächstes ging ich wieder Witherköpfe holen und als ich die beisammen hatte, farmte ich noch ein wenig Stein. Ich brauchte die Sachen nämlich für eine Wither Rose Farm. Die restlichen Sachen bereitete ich auch noch vor und dann ging es ab ins End, beziehungsweise zu den äußeren Endinseln. Dort zerstörte ich als erstes das Portal mit einem Pilz und baute eine kleine Kammer für ein Huhn. Dann konnte das Bauen der restlichen Wither Rose Farm aber beginnen. Als ich damit fertig war, musste ich nur noch mehr kurz warten, bis das Huhn erwachsen wurde und dann spawnte ich auch gleich den Wither. Es klappte zwar, dass der Wither stecken blieb, aber dass er das Huhn tötet, war nicht geplant. Ich probierte die Farm trotzdem mal aus und ich finde es echt lustig, wie die gespawnten Endermen immer in die Mitte sprinten. Naja, zu meiner Überraschung funktionierte die Farm trotzdem irgendwie und so stand ich circa 10 Minuten AFK, was leider komplett unnötig war, weil die Farm anscheinend sehr früh kaputt geworden ist. Also stand ich noch einmal, aber nur eine Minute AFK, was mir aber trotzdem über einen Stack Wither Rosen bescherte. Schon heftig die Farm. Die Rückreise durch das Nichts ist aber schon etwas gruselig gewesen. Die Wither Rosen brauchte ich aber auch gleich für die nächste Farm, nämlich wollte ich eine Wither Skeleton Farm bauen, für die ich die Items auch gleich alle zusammensammelte. Dann fiel mir auf, dass ich ein paar Wither Rosen aber zu wenig hatte und so machte ich eine kurze Reise ins End und stand ca. 5 Minuten bei der Farm, wodurch ich über 5 Stacks Rosen bekam. Ich hatte dann alles beisammen und ging in den Nether, wo ich eine geeignete Festung für die Farm suchte. Das dauerte tatsächlich nicht allzu lange und der Platz stand fest. Das Bauen konnte also beginnen. Leider musste der Fallschacht weit nach unten gebaut werden, wo die Lava schon etwas im Weg war. Ich flog also kurz heim, braute mir ein paar Feuerresistenztränke und flog wieder zurück, wo das Entfernen der Lava beginnen konnte. Anschließend wurde der Rest der Wither Skeleton Farm gebaut. Zum Schluss platzierte ich noch die Wither Rosen und die Farm war eigentlich fertig. Zumindest fast. Ich musste die Umgebung noch spawnproofen. Ich stand also ein wenig bei der Steinfarm und craftete mir reichlich Slabs, mit denen ich die nächsten paar Tage die nahe Umgebung ausstattete und somit spawnproofte. Am 282. Tag war es dann soweit. Ich wurde fertig und testete die Wither Skeleton Farm, die wirklich sehr, sehr gut funktionierte. In 5 Minuten farmte ich ganze 20 Witherköpfe und wirklich sehr viele Knochen und einiges an Kohle. Die Farm war also ein voller Erfolg. Mit den neu gewonnenen Witherköpfen wollte ich natürlich jetzt ein paar Wither bekämpfen und versuchte es ein weiteres Mal im Nether, was leider wieder wie letztes Mal leider schief ging. Schon wieder verbrannte der Netherstern. Ich kam dann aber zu dem genialen Einfall, dass ich den Wither ja auch im End bekämpfen könnte. Das aber natürlich nicht auf der Oberfläche, weil er dort ja ständig die Endermen angreifen würde, sondern auch etwas weiter unten. Ich spawnte also den ersten Wither, schoss ihn mit dem Bogen ab und anschließend mit dem Schwert, was in Kombination mit dem Stärketrank natürlich sehr, sehr schnell und einfach ging. Das machte ich dann noch ein zweites, ein drittes und ein viertes Mal, bis ich 4 Nethersterne beisammen hatte. Ich hätte theoretisch noch einen bekämpfen können, aber da ich nur mehr ein Herz und leider nichts mehr zu essen hatte, flog ich wieder durch das Nichts heim. Zu Hause dann craftete ich einen Beacon, den ich dann in der Netherbase platzierte und somit war diese auch fertiggestellt. Jetzt kann ich es euch endlich präsentieren. Am 284. Tag kümmerte ich mich erneut um den Netherteil der Eisenfarm und hoffte, dass die neue, etwas abgeänderte Konstruktion endlich Nutzen zeigt, was, naja, eigentlich wieder nur unnötig war. Als nächstes holte ich mir ein wenig Cobblestone und baute damit die nächsten 2 Villager-Kabinen, die kurz darauf auch gleich mit 2 neuen Clerics besetzt wurden. Von denen brauchte ich nämlich unbedingt Redstone, da das automatische Kistenlager auch ordentlich Redstone fressen würde. In der Nacht holte ich dann den inzwischen schon dritten Zombie, der auch die letzte Reihe der Tradingstation ab jetzt zombifizieren wird. Dann klaubte ich ein paar Items zusammen und baute eine kleine, wirklich sehr, sehr simple Eisenfarm. Falls ihr euch fragt, warum noch eine, naja, einfach für mehr Eisen und für das, dass sie so klein ist, so schnell geht und nie zu reparieren ist, finde ich, dass das keine schlechte Idee ist, weshalb ich die dann einfach noch einmal baute.
Einziger Nachteil bei der Minifarm ist, dass sie halt nur am Tag funktioniert, aber ich denke, das kann ich verkraften. Währenddessen habe ich die ganze Reihe an Villager zombifizieren lassen, nur gingen mir leider die Äpfel aus, weswegen ich ein paar Bäume anpflanzte und abbaute. Mit den gewonnenen Äpfeln konnte ich mir die goldenen Äpfel craften, mit denen ich dann die Villager heilte. Dann machte ich mich an die Arbeit und versuchte die Spawn-Chunks einzuzeichnen bzw. zu markieren. Innerhalb dieser Chunks kann ich nämlich Farmen errichten, die 24/7 laufen, ohne dass ich daneben stehen muss. Das nahm ein wenig Zeit in Anspruch, aber wenigstens weiß ich jetzt für immer, wie weit die Spawn-Chunks gehen. Den 289. Tag begann ich mit dem Abbauen der Monsterfarm, weil die ja erstens etwas abgefackelt war, ich sie zweitens nicht mehr brauchte und sie drittens nicht allzu schön aussah. Und da ich gerade beim Abbauen war, bot es sich gleich an, auch die Goldfarm abzubauen, was ich dann gleich machte. Nächste Folge baue ich dafür eine Goldfarm, die keine Schildkröteneier benötigt. Als nächstes räumte ich die Trading-Insel etwas auf und baute vor dem Villager-Breeder ein kleines vorübergehendes Lager auf. Natürlich tradete ich währenddessen wie fast immer mit den Villagern. Mit dem ganzen Eisen, das ich jetzt von den vielen Eisenfarmen hatte, konnte ich wieder den Full Beacon aufbauen und dadurch wieder den Haste 2 Effekt aktivieren. Mit diesen stellte ich mich dann für circa eine Dreiviertelstunde an dem One Block, bis ich die 25.000er Marke erreichte. Ganze 25.000 Mal habe ich bisher also den One Block abgebaut. Ich habe dann zwei Papageien in meiner Base gezähmt und anschließend noch ein wenig Stein gefarmt. Das brauchte ich nämlich für die neue Insel, die ich bauen wollte, für die ich auch noch kurz ein paar Blätter holte. Als ich dann alles beisammen hatte, suchte ich mir den Platz aus und das Bauen konnte beginnen. Jetzt fehlten nur noch mehr die Papageien, die ich in ihr neues Zuhause dann schob. Ich finde, das schaut schon recht cool aus, wie die zwei in ihren Käfigen hocken, aber sie brauchen natürlich noch Namen, also könnt ihr gerne wieder Vorschläge in die Kommentare schreiben. Als nächstes kümmerte ich mich um die Schildkröten, die ich neben die Kühe brachte und dann konnte ich ihr altes Zuhause endlich entfernen. Ich wollte dann die alte Villager-Breeder-Fallkammer zerstören, aber da war zu meiner Überraschung ein Fuchs, den ich eigentlich gleich zähmen wollte. Ich hatte aber leider nur zwei Sweetberries, mit denen ich nicht den Fuchs zähmte, sondern sie lieber erst einmal anbaute. Dann hieß es ein letztes Mal, die Erzeugnisse aller Farmen einzusammeln. Begonnen habe ich mit meinen inzwischen schon insgesamt 5 Eisenfarmen, dann der Kürbis, der Zuckerrohr und der Melonenfarm, bei der ich 2 weitere Kisten hinzugefügt habe, damit die Kisten nicht so schnell voll werden und ich deswegen Melonen verschwende. Weiter ging es dann mit der Kartoffel- und Karottenfarm und zum Schluss die Eierfarm, bei der ich die Einsammelkiste auch endlich zur Doppelkiste machte. Das war dann die ganze Ausbeute, die sich wirklich sehen lassen konnte. Ich craftete dann Kürbiskuchen und schaffte es endlich, die erste Kiste voll zu machen. Gut ein Viertel ist jetzt also geschafft. Da es schon der 300. Tag war, wollte ich noch etwas Besonderes machen. Ich craftete also 4 Endcrystals, reparierte meinen Bogen, ging ins End und respawnte das erste Mal den Ender Dragon. Ich zerstörte dann alle Türme, griff ihn mit Pfeil und Bogen und Schwert an und ja, was soll ich sagen, der Kampf war natürlich nicht mehr allzu spannend. Ich schaffte es relativ easy und zu Hause dann schaute ich mir noch den Sonnenuntergang an. Das war es, ich habe 300 Tage in Minecraft Hardcore One Block, ohne zu sterben, überlebt.